Leute, willkommen zum Pokémon-Aufführungslimit erreicht. Das ist ja dumm. Das ist ja ein dummer Start. Mabula Community Day. Leute, wir werden heute richtig viele Mabulas fangen und eventuell auch einige Shinies. Und erstmal muss ich hier irgendwie ganz, ganz viele Pokémon löschen. Ich weiß nicht, ob das so effizient ist, wie ich das hier gerade mache. Oh Mann, ey. Aber sonst kann ich ja gar keine mehr fangen. Das wäre auch ein bisschen doof. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir gucken mal, dass wir so... kann man ja Shiny bekommen, oder? Community Day müsste ja eigentlich immer Shiny sein. Aber ich würde mal sagen, gutes Ergebnis. Boah, ist in den Busch gelaufen. Wären so 10 Shinies. Gucken wir mal, ob das realistisch ist. Bin auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen spät dran. Ich glaube, fürs Erste reicht das. Wir verschicken die einfach, zack. Und dann geht es jetzt auch schon officially los. Pokémon Go Plus ist natürlich auch in der Tasche, wird jetzt aktiviert. Und dann kann das nämlich gleichzeitig auch noch für mich ein bisschen fangen. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich habe noch nicht so ganz gerafft, was an Mabula krass ist, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht mal, habe ich das schon mal entwickelt oder so? Ja, bestimmt, ne? Also irgendwie zumindest zu Akkub. Aber die letzte Entwicklung habe ich tatsächlich noch gar nicht. Also wird das sogar ein neuer Pokédex-Eintrag. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, dann gucken wir mal, wie lucky wir heute sind, wie viele Shinies wir bekommen. Und ich habe mir natürlich auch die Herausforderung gekauft für 1 Euro. Ja, da habe ich nicht gespart. Ganz klare Sache. Und die ist jetzt auch hier schon am Start. Lande gute Würfe. Ja gut, kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Oh, und hier habe ich auch noch was abgeschlossen von Rayquaza. GoFest 23, noch eine Aufgabe. Sehr geil. Da kriegen wir nämlich einen Top-Sofort-TM und einen Top-Lade-TM. Das ist doch wirklich geil. Das ist echt mal eine coole Belohnung. Gut, aber Ticket war natürlich auch teuer. Also da muss ja auch was Cooles am Start sein. So, hier noch kurz aufräumen, dass wir auch genug Feldforschungen bekommen können. Hier haben wir auch noch eine Heute-Forschung. Fange 10 Mabula. Genau, das brauchen wir dann für die Entwicklung dieses Metall-Lock-Modul. Und irgendwie spawnt nicht so viel. Also ich weiß nicht, aber irgendwie echt ein bisschen mager. Naja, gucken wir mal, was wird. Was wird. Leute, was heißt das, wenn C-Day am Start ist? Ja, einfach mal reinpayen, oder? Das ist schon ein geiles Angebot. Allein wegen Top-Lade-TM ist schon OP. Das kaufen wir. Come on, endet heute. Hat mich gecatcht. Was ist damit? Superbox? Ah, ein Rauch. Brutmaschine ist jetzt nicht so worth it, muss ich sagen. Die Hyperbälle brauche ich nicht wirklich. Superbrutmaschine 3. Vom Rest habe ich eh genug. Das wird's nicht. Was ist damit? Gut, das könnten wir theoretisch, wenn wir gleich die Fanrate-Pässe aufbrauchen. Und das kaufen wir auf jeden Fall. Wanderbox. Gut, die ist zwar nicht limitiert, macht aber trotzdem Sinn. Die Dinger sind auch so klein. Das ist echt krass. Also es ist gar nicht so einfach, 5 gute Würfe zu landen, um ganz ehrlich zu sein. Ah. Komm, aber jetzt haben wir es schon mal geschafft. Das war doch schon mal der Anfang. Vom Shiny keine Spur. Kann auch sein, dass es auch einfach keins gibt und ich mal wieder total dumm bin. Also ich sag einfach mal wieder gar nichts, ne? Okay, Leute. Also Shiny gibt's natürlich. Das wäre ja jetzt auch super wack, ein Community Day. Ohne Shinies. Das ging auch relativ schnell. Das war jetzt irgendwie das 15. oder so. Und direkt ein Shiny. Wunderbar. Das bei dem Wetter, ey. Sehr, 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 sehr nice. Also ich glaube, heute wird echt ein guter Tag. Heute wird's echt krass in Pokémon Go. Hoffentlich einige Shinies und auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Alleine das freut mich halt schon mal mega. Ist Mabula underrated? Also, ich würde sagen, komplett, oder? Ganz ehrlich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es zu dem Pokémon mal einen Community Day gibt. Für mich war Mabula immer sowas wie Raupi oder so, was halt niemand braucht. Oder so ein Hornliu. Vielleicht ist es eh das und ich übertreibe hier gerade ein bisschen. Ich weiß es nicht. Gut, Metall-Lock-Modul nehmen wir uns natürlich direkt schon mal mit. Das ist schon mal eine gute Sache. Und was müssen wir denn jetzt hier für die Aufgabe machen? Wir müssen Power-Ups machen. Okay, zum Glück habe ich eh extra ein paar Tags noch vergeben. Ups, mit Power-Ups. Das Shigi, genau, das wollte ich auf jeden Fall noch hochleveln. Das ist nämlich ein 100er mit Sonnenbrille. Da kann man doch gerne mal investieren. Komm, da investieren wir auch gleich mal 100.000 Sternstaub. Das werde ich irgendwann mal entwickeln und dann komplett maxen. Darauf freue ich mich schon. So, Leute, und on top haue ich jetzt auch nochmal einen Rauch rein und ein Glücksei, würde ich sagen. Glücksei, weil ich habe gerade schon gesehen, 1, 2 Freunde haben jetzt schon gelevelt. Macht natürlich auch total Sinn am Community Day. Ich vergesse das nur manchmal immer. Nur manchmal immer, das ist auch gut. Und Sternenstück, komm, das hauen wir auch mal rein. Dann holen wir uns hier direkt das nächste Mabula. Und dann haben wir die erste Quest auch schon mal erledigt. Da gibt es wahrscheinlich jetzt einfach ein Mabula, ne? Ja, toll. 401. Keine Ahnung, wie viel es braucht für ein 100er. Ist es drin geblieben? Ich hoffe mal. Gut, 401. Nee, ist überhaupt nicht drin geblieben. Jetzt aber vielleicht. Hallo, bitte. Und dann kriegen wir hier am Ende. Was kriegen wir? Noch ein Mabula. 401 schon wieder. Hä? Ist es jetzt wieder dasselbe? Oder ist es nochmal neues? Ich raff hier gar nichts mehr. Leute, was ist das? Es ging gerade ein 10K-Ei auf und ich habe hier ein Frospino bekommen. Das ist ein Frospino. Ich habe noch nie ein Frospino gesehen. Hä?
Und das ist einfach fast ein 100er. Was geht ab? Also das ist doch jetzt echt mal sehr, 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 sehr nice. Gut, anderes Thema. Wir brauchen mehr Shinies. Habe ich das schon erwähnt? Leute, hier ist gerade... Uiuiui, hier ist aber wirklich gerade super viel los. Wir nehmen die natürlich alle mit. Das war gerade ein 700er. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so hoch geht. 733. Okay, das ist ein richtig guter Cluster-Spawn, ne? Da hast du das Gefühl, ja, 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 wenn das so ein guter Spawn ist, dann sind die Dinger auch alle richtig krass, ne? Und da jetzt noch ein Shiny, das wäre natürlich schön. Also ich habe bis jetzt erst eins. Meine Freundin hat wie immer mal wieder viel mehr Luck als ich und hat irgendwie schon vier oder so. Gut, wir sind ja erst 20 Minuten drin, also da geht noch ein bisschen was. Aber eines ist echt ein bisschen enttäuschend, wenn ich jetzt schon überlege, dass ich bestimmt jetzt schon 70 gefangen habe oder so. Mann, kein Shiny in Sicht. Es ist wirklich traurig. Was ist denn mit denen hier? Guck, die bleiben hier nicht mal drin oder was? Ich nehme mal einen Hyperball dafür, jetzt ganz ehrlich. Wenn das so schwer ist, die zu fangen, 700, let's go, dann muss halt der Hyperball her. Digga, das sind die nächsten. Also das ist ja wirklich ein absolut krasser Cluster. Krasses Cluster. So. Ja, aber kein Shiny dabei. Letzte Chance noch. Und das ist auch nicht Shiny. Schade. Hätte natürlich sein können, dass wir vielleicht jetzt mal... Komm, ich filme jetzt so lange, bis wir ein Shiny haben. So lange wird jetzt einfach kein Cut gesetzt oder so. Leute, was soll ich euch sagen? Eigentlich wollte ich jetzt so einen coolen, unauffälligen Cut machen und einfach jetzt hier ein Shiny fangen. Aber also, was soll ich euch... Ich labe euch hier nicht voll. Es ist wirklich... Wow. Das war mein einziges und erstes. Gut. Zumindest haben wir die zweite Stufe hier erledigt. Oh, 411. Das könnte schon ganz gut sein. Wir checken das sogar mal, dass wir schon mal ein gutes Gefühl haben. Ich glaube, 420 ungefähr bräuchten wir dann aus der Aufgabe. Es ist so windig, dass das ein 100er ist. Also, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja hier viel höher, dass das ein 100er ist bei den Challenges. Deswegen achten wir darauf einfach mal. Vielleicht gleich mal bei einem Shiny oder so. Aber gut, wir sind jetzt zumindest schon mal bei der Stufe 3 und müssen hier nochmal Curveball, großartig Mabula und einen Akku müssen wir entwickeln. Dafür brauchen wir dann gleich ein Lockmodul. Das müssen wir irgendwo machen, wo entweder schon eins ist oder wir packen irgendwo eins hin. Und hier ist ein Showcase. Sehr gut. Ich habe nämlich gerade ein... Achso, warte mal, hä? Ein... Ja, ich habe so eins nicht, ne? Ein Donarion. Ich dachte jetzt mal Wula auch irgendwie, aber leider nicht. Juhu, juhu. Ein neues Shiny. Wunderbar. Mein zweites dann. Aber ich dachte schon, dieses Light Deal endet nie. Aber nee, wir haben tatsächlich eins bekommen. Und ich hoffe, die Streak geht jetzt auch direkt so weiter. Sehr geil. 12 WP. Das ist... Oh, das habe ich jetzt gemacht. Favoriten. Gut, nicht schlimm. Wenn wir so ein 10er bekommen, das wäre natürlich umso cooler nochmal. Und ich fange übrigens wirklich jedes. Also ich mache jetzt nicht nur Shiny-Checks. Nehme auch wirklich alle mit, dass wir am Ende eine coole Summary machen können und gucken können, wie viele haben wir bekommen, wie viele waren Shiny und mal wieder ein bisschen rumheulen können, dass ich einfach keinen Luck habe in Pokémon Go, weil es ist wirklich ätzend. Also, wow. Oh je, Leute, es ist ein Shiny. Warum sage ich oh je? Weil ich gerade schon gesehen habe, dass mein Pokémon Go Plus das Ding fokussiert hat. Ah, gucken wir mal. Vielleicht habe ich Glück und das ist drin geblieben. Vielleicht auch nicht. Wir werden es jetzt sehen. Und es ist drin geblieben. Geil. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 3 Shinies. Nee, warte mal. Hä? Wir haben... Hä? Habe ich 2 Shinies mit Pokémon Go Plus hintereinander gefangen? Sieht so aus, ne? Ja, moin. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen mehr. Ich kann nicht zählen, aber 1, 2, 3 und dann 4 und dann das 5. 5. Let's go. Sehr gut. Hier, Leute, hier sind schon wieder so viele Mabulas. Gefühlt, also ich habe jetzt einfach mal die Aufnahme gestartet, weil ich das Gefühl habe, dass hier gleich mal ein Shiny dabei sein könnte. Gut, ich habe da jetzt locker schon 10 oder so abgefarmt. Da war noch keines dabei. Aber man weiß ja nie. Vielleicht glitzert das jetzt hier gleich. Komm schon. Okay, ein paar haben wir noch. Das ist leider keines. Okay. Das hier ist leider auch keines. Okay. Nö, nö, nö. Ach komm. Also mein Gefühl war vielleicht doch nicht richtig. Aber wer weiß. Vielleicht kommt... Nö. Nö und nö. Okay, gut, dann halt nicht. So, Leute, ich wollte hier gerade hier hinten einen Krypto-Zapdos-Raid machen. Was soll man sagen? Wenn man hier nur zu zweit ist, ist das echt, ein Jammerspiel. Aber gut, ich wurde gerade eingeladen zu einem Entei-Raid, Fan-Raid. Ich bin jetzt hier einfach mal gejoint. Wir sind zu 8. Das sollte relativ schnell gehen. Und dann geht's auch direkt weiter mit der Shiny-Jagd. Aber Entei ist schon sehr geil. Ich habe nur eines. Ich habe das am ersten Tag, wo das rauskam damals, 2019, meine ich, geradet. Und das war echt geil. Also ich kann mich noch genau erinnern, das war richtig cool, noch in Österreich, in Graz. Ich weiß nicht, ob es das auch in Shiny gibt oder so. Das wäre natürlich ultra krass, aber das werden wir gleich sehen, wenn wir vielleicht lucky sind. Ja, wir sind drin im Raid. Los geht's. Abfahrt. Okay, das geht ja echt super schnell. Also wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte down und stehen gerade mal seit 30 Sekunden hier drin. Das sollten wir gleich schon down haben. Und dann gucken wir mal, dass wir das fangen. Und dann geht's weiter mit der Shiny-Jagd. Ich habe erst 5 oder so. Vielleicht hat mein Pokémon Go Plus jetzt schon wieder was Neues gefangen. Ich spüre das Vibrieren noch gar nicht mehr. Ich habe das Ding die ganze Zeit in meiner Tasche.
weiter, aber es vibriert einfach nicht mehr. Entweder ist es disconnected oder mein Pokémon-Aufbewahrungsding ist voll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber zumindest passiert hier gefühlt gar nichts. Gut, Entei ist down. Dann schauen wir mal, dass wir das jetzt auch fangen. Und ja, let's go. So, gibt natürlich einige Belohnungen. EP, super, Wupa, 15 Bälle. Shiny ist es schon mal nicht, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es das in Shiny gibt. Aber es hat auf jeden Fall viele WP. Weiß halt auch nicht, ob das viel ist oder nicht. Und der Wurf war halt so schlecht, aber es bleibt, nee, ich wollte gerade sagen, bleibt trotzdem First Try drin. Wäre ein bisschen zu schön. 1946, das sieht so aus, als wäre das ein 100er. Einfach jetzt nur vom Gefühl, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung habe, was da passiert. Und ja, ich muss mal ein bisschen besser werfen. Ich bleibe mal hier kurz stehen. Zack. Und dann können wir auch vielleicht den einen oder anderen einfach fabelhaften hitten. Also bis jetzt haben wir so schlecht getroffen. Das ist auch ein bisschen näher als gedacht. Ganz ehrlich, wenn ich das nicht fange, ja gut, es ist drin geblieben. Wunderbar. So muss das sein. Entei wurde gefangen. Wir haben 7 Candies und es ist kein 100er, auch nicht mal ansatzweise. Das müsste dann schon noch ein bisschen besser sein. Und ich glaube, nee, oh, ich habe Shiny noch. Let's go. Ich habe noch einen Shiny bekommen. Aufbewahrung ist noch nicht voll. Einen Platz habe ich noch. Wird aber dann wieder mal ein bisschen Zeit hier aufzuräumen. Ich würde sagen, wir machen mal hier beim Glumanda Sea Day weiter. Da ist ja noch einiges übrig geblieben. Das kann eigentlich alles weg. Leute, und ich merke jetzt erst, auf jeden Fall muss irgendwas mit den Eiern passiert sein. Also die Pokémon, die hier schlüpfen, ist auf jeden Fall neu. Also, Digga, das, also sowas habe ich ja noch nie im Ei gezogen. Wisst ihr, was ich meine? Oder da, ja gut, das hier schon. Aber da hat sich auf jeden Fall was geändert. Also auch den Eintrag, den ich vorhin gemacht habe aus dem 10er-Ei, das ist auf jeden Fall neu. Aber wir können das auch eh direkt mal rausfinden, indem wir uns einfach mal so ein 10er-Ei angucken. Was kann denn da rauskommen? Gut, es ist ein neues dazugekommen einfach und Rokara halt, ne? Also ein bisschen was neu zumindest jetzt beim 10er-Ei. Beim 5er-Ei sieht es eigentlich ähnlich aus. Gut, die Starter sind neu dazugekommen. Schlurp, glaube ich auch. Ja, nee, aber trotzdem sehr cool. Also 10er-Eier dann echt OP, muss man sagen. Schauen wir mal. Nee, wollte gerade sagen, vielleicht hätte Pokémon Go Plus Plus noch irgendwie ein Shiny gefangen. Leider nicht. So Leute, endlich mal wieder ein Shiny. Das ist doch super. Boah, das war jetzt echt lange her. Also ich habe echt einfach Pech. Also ich habe jetzt das 6. und ich glaube, meine Freundin hat 15 oder so. Ist halt wirklich eine Frechheit. Ich weiß nicht, warum ich so unlucky bin, aber gut, man beschwert sich normalerweise eher weniger. Vielleicht kommt es ja noch. Wir haben ja noch auf jeden Fall genug Zeit. Achso, das ist direkt das nächste. Digga, ich habe gerade geguckt, ob die Sonne zu sehr strahlt hier. Und jetzt haben wir direkt 2 hintereinander. Das ist doch mal gut. Okay, ich nehme alles zurück, Leute. Das Luck ist am Start. Das Luck ist zurück. Wie auch immer. Das macht doch Spaß. Komm, und jetzt direkt das nächste oder so? Okay, das wäre jetzt auch zu krass, ne? Gut, aber 2 hintereinander ist schon mal ganz gut. Wenn es jetzt so weitergeht, dann bin ich echt happy. Und ich hau jetzt direkt auch mal noch ein Glücksei rein, bevor das hier noch ausgeht. Und ein Sternenstück könnte sich eigentlich auch lohnen. Ganz ehrlich, wir haben noch 3. Komm, dann hauen wir auch mal rein. Warum nicht? So, Leute. Nächstes Tiny 401. Krass, wäre das jetzt aus einer Forschung, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Aber das kann man jetzt natürlich hier nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Wollen wir gleich mal einen Check machen? Ich habe noch gar keine IVs gecheckt heute von den Mabulas, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall nicht gut. Ja, egal. Wir fangen hier mal weiter. Schauen wir mal, ob hier noch schnell eins dabei ist, zufälligerweise. Mich würde echt interessieren, wie viele ich jetzt schon gefangen habe. Also ich habe jetzt nicht super getryhardet. Man muss auch sagen, hier spawnt nicht super, super viel. Aber ich denke mal so 200 könnten das schon sein. Wir werden auf jeden Fall am Ende die Auswertung machen. Gut, dann schauen wir mal weiter. So Leute, ich will jetzt auch noch die Quest fertig machen, die Spezialforschung. Dafür müssen wir noch einen Akkub entwickeln. Und das machen wir jetzt auch gleich einmal mal, nachdem wir jetzt das Monozyto hier gefangen haben. Wir brauchen dafür ein Metall-Lock-Modul. Und wenn wir dann im Umkreis sind, dann können wir die Entwicklung starten. Ich will jetzt nicht eines meiner 2 random entwickelten oder 3 random entwickelten Akkubs entwickeln, weil die sind halt echt absolut schlecht. Also weiß ich nicht, ob man damit was anfangen kann. Wir müssen jetzt halt leider den ersten Check machen nach Mabula, zack. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht ein 100er dabei ist. Nein. Okay, aber zumindest ein 3 Sterne. Ja gut, 3 Sterne haben wir auf jeden Fall einige. Dann schauen wir mal, was das Beste hier ist. Das picken wir uns dann direkt raus und entwickeln das im Anschluss. Oh, da haben wir schon mal ein sehr gutes. Das hat, ja gut, ich glaube, besser geht's ja gar nicht, wenn wir kein 100er haben. Also wir haben noch eines, was so ähnlich stark ist. Ja komm, wisst ihr was, wir machen es einfach. Ist ja, müssen wir nicht lange überlegen. Wir machen jetzt erstmal das Akkub und dann hauen wir das Lockmodul rein und dann können wir Akkub entwickeln zu was auch immer da rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dann haben wir die Quest auch schon durch und den Community Day auch so gut wie. Wir werden uns nämlich gleich in ein Restaurant setzen und eine Kleinigkeit essen und dann nicht mehr rumgehen. Das heißt, wir kommen auch gleich schon dann zum Abschluss. Gut, das ist das Akkub. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier unser Magnet-Lock-Modul rein. Metall habe ich vorhin gesagt, ne? Das ist natürlich Quatsch. Das machen wir nicht und dann suchen wir einmal nach Akkub und da haben wir es. Das ist unser 98er. Let's go, das wird jetzt entwickelt. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Ich lasse mich überraschen, aber ich hoffe mal, es taugt was, ne? Ganz ehrlich. Boah, ein Shiny wäre natürlich noch besser. Jetzt kommt hier eine Wespe an mich ran. Die will
mich irgendwie essen, egal. Das ist es. Donarion. Ach so, und das hätten wir für den Showcase gebraucht vorhin. Ich habe mich gewundert, was das für ein Teil ist. Das ist es. Donarion. Okay, geht das hoch? Ja gut, auf 3,5 ist jetzt okay, würde ich sagen. Gut, dann haben wir auf jeden Fall jetzt die Spezialherausforderung schon mal abgeschlossen. Das ist gut. Da erscheint jetzt nämlich auch nochmal ein Pokémon. Das dürfte dann schon ein Akkub sein, ne? Ja, ein wildes Akkub. Keine Ahnung, wie hoch das sein muss, dass das gut ist, aber nehmen wir natürlich mit. 712 WP. Vielleicht ist es sogar gar nicht so bad. Also ganz schlecht wird es gar nicht sein. Wir gucken mal. Shiny war es auf jeden Fall nicht. Und ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Und dann sind wir auch schon bei Stufe 4. Und die dürften wir uns dann eigentlich nur noch abholen müssen. Genau. Da sind wir dann schon komplett durch. Zack. Und dann noch einmal ein Mabula. 403 WP. Großartiger Wurf. Wunderbar. Und dann zum Schluss gibt es wahrscheinlich nochmal die letzte Entwicklung. Ne? Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Aber wir gucken mal. Belohnung abholen. Come on. 3 Sondercandies. EP und ein Donarion. Let's go. Keine Ahnung. Also wirklich überhaupt keine Ahnung, ob das verwertbar ist oder nicht. Das ist ein Shiny, muss ja richtig cool aussehen. Das machen wir auch noch, würde ich sagen, jetzt zum Ende der Folge. Ein Shiny Donarion, auch wenn es jetzt kein 100er ist oder auch kein 3-Sterne-Ding. Ich glaube nämlich, ich habe kein 3-Sterne-Shiny. Ich bin mal wieder echt unlucky, aber gut. Da ist jetzt hier das Donarion und dann sind wir mit der Challenge auch schon mal durch. Und jetzt wollte ich noch gucken, ob wir dann theoretisch Mabula und Schillernd, ob wir da vielleicht ein gutes haben. Wir haben 9 in total. Gut, ist in Ordnung. Könnte besser sein. Ich glaube, meine Freundin hat doppelt so viel, aber gut, ich lasse mich hiervon nicht irritieren. Ja, leider auch kein gutes dabei, ne? Schade. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht habe ich noch Glück und bekomme noch eins, aber dann würde ich sagen, ein Mabula Shiny entwickeln wir auf jeden Fall noch zum Ende durch. Ja. Jetzt suchen wir uns erstmal was zu essen. Okay, Leute, wir haben noch eines mit 500. Oh, wenn das halt gut ist, so ein 3-Sterne-Ding, dann würde ich das entwickeln. Wobei, jetzt sind wir halt weg vom Lokmodul, ne? Ich glaube, hier sind normale Lokmodule drin, dann können wir das nicht übertrumpfen jetzt. Ja, ist nicht so schlimm. Gucken wir mal, ob es überhaupt gut ist. Ne, 0 Sterne. Na toll, ey. Da sind aber noch welche. Guck, schauen wir mal. Kurzer Shiny-Check. Nope. Der vielleicht. Nope. Und auch nicht. So, Leute, Ende im Gelände hier. 3 Minuten noch. Oh, wir müssen hier noch ein paar. Oh Gott, Aufbewahrungslimit erreicht. Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar eliminieren schnell, dass wir noch ein paar fangen können. Zack, verschicken. Vielleicht schnell Shiny-Checks, ob irgendein Shiny noch dabei ist. Ja, ist sogar eines dabei. Sehr gut, 673. Könnte sogar gut sein vielleicht, könnte aber auch total schlecht sein. Wir werden es gleich sehen. 1, 2 und 3 ist sofort drin, wunderbar. Und Mabula, come on bitte. Ach, 0 Sterne, ja komm. Okay, vielleicht haben wir noch mehr Glück und haben noch einen Shiny. Okay, tatsächlich leider nicht, Leute. Aber wir machen jetzt mal die Auswertung. So. Wir haben 387 Mabulas gefangen, was auf jeden Fall gut gegönnt hat. Das war wahrscheinlich auch einiges an Sternenstaub. Und jetzt schauen wir mal, wie viele davon Shiny sind. Es sind 11. Na gut, Elena hat 25 oder so. Also ungelogen jetzt. Und wir haben genau gleich lange gezockt. Also echt eine schlechte Ratio, ganz ehrlich. 1 zu 25 sollte die Ratio sein. Also eigentlich müsste ich irgendwie zumindest mal so 17, 18 haben oder so. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Leute, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Und tschüss.